Die zehn Plagen. Teil 5 der Geschichte von Mose. Mose war nach einer langen Zeit im Ausland nach Ägypten zurückgekehrt, weil Gott ihm befohlen hatte, das Volk Israel aus der Sklaverei zu befreien. Der ägyptische Herrscher, der Pharao, wollte sie nicht gehen lassen. Mose ging zum Pharao und kündigte ihm an: Gott sagt, wenn du sein Volk nicht gehen lässt, wird er dich bestrafen, indem er so lange Plagen über dein Land kommen lässt, bis du nachgibst und uns ziehen lässt. Dann ging Mose zum großen Fluss, dem Nil, um zu zeigen, dass er die Wahrheit sagte. Er berührte mit seinem Stock das Wasser und es wurde zu Blut. Der Pharao sah das, aber ließ ihn nicht gehen. Am nächsten Tag tauchten im ganzen Land überall Massen von Fröschen auf. Das brachte den Pharao aber nicht dazu, die Israeliten gehen zu lassen. Einen Tag später schickte Gott Mücken, die alle Menschen im Land stachen. Auch das ließ den Pharao nicht einlenken. Als viertes kamen Fliegen über das ganze Land, die viele Nahrungsmittel in den Häusern verdarben. Doch der Pharao blieb hart. Als nächstes schickte Gott eine Krankheit, die die Tiere der Ägypter befiel und viele von ihnen starben. Auch das bewegte den Pharao nicht zur Umkehr und er blieb hart. Dann wurden die Menschen krank und hatten überall am Körper schmerzende Gespüre. Doch der Pharao gab nicht nach. Als siebtes schickte Gott riesige Hagelkörner über das ganze Land, die vieles zerstörten, und auch Menschen und Tiere, die nicht rechtzeitig in Sicherheit gebracht wurden, wurden schwer verletzt. Weiterhin blieb der Pharao dabei, die Israeliten nicht gehen zu lassen. Dann kamen Heuschrecken über das ganze Land und fraßen nicht nur das Getreide auf den Feldern, sondern auch viele Vorräte der Ägypter auf. Der Pharao blieb weiterhin hart und änderte seine Meinung nicht. Als vorletzte Plage wurde es für mehrere Tage im ganzen Land stockfinster. Dennoch ließ der Pharao sich nicht beeindrucken. Von den meisten dieser Plagen wurden nur die Ägypter betroffen. Die Israeliten hingegen blieben verschont. Die zehnte und letzte Plage war mit einigen Vorbereitungen verbunden. Mose erklärte den Israeliten genau, was sie tun sollten. Sie sollten ein besonders gutes Lamm schlachten, ihre Türen mit dessen Blut bestreichen und dann in ihren Häusern ein gemeinsames Abendessen mit dem Lamm und besonders ungesäuerten Broten haben. Das Blut an der Tür beschützte sie davor, von der letzten Strafe Gottes betroffen zu sein. Das Essen war eine Vorbereitung auf das Verlassen Ägyptens und wird noch heute jedes Jahr von den Israeliten als Passafest gefeiert. Das taten die Israeliten. Mose ging ein letztes Mal zum Pharao, um ihn zu warnen. Das ist deine letzte Chance. Heute Nacht wird etwas Schreckliches passieren, wenn du uns nicht gehen lässt. Der Pharao ging nicht auf Mose und Aaron ein, sondern jagte sie aus seinem Palast. In der Nacht starben alle ältesten Söhne der Ägypter, auch der Sohn des Pharaos. Die Israeliten jedoch, deren Häuser durch das Blut der Lämmer markiert war, blieben verschont. In seiner tiefen Trauer um seinen Sohn gab der Pharao schließlich nach und ließ die Israeliten gehen.